Ja, Logan, es sieht tatsächlich aus, als hätten wir. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf den DAX ein, weil ich ja letztendlich auch ein paar Videos zum DAX gemacht habe in letzter Zeit. Oder zu den Indizes. Und ihr erinnert euch, wir waren, als ich das Video, die letzten Videos gemacht habe, das ist gerade mal 3 Tage her, da waren wir hier an dieser Stelle, wo die ganzen 200 Tagesdurchschnitte halt sind. Moving Average und so weiter. Dynamisch oder undynamisch, interessiert keine Sau momentan. Und da hatte ich ja diesen Chart hier, diesen roten nochmal. Ihr erinnert euch? Also, wenn nicht, dann bitte mal kurz anschauen, den letzten und den vorletzten Video von mir zum Thema DAX 30. Da habe ich diesen roten hier eingezeichnet. Ne? Also, man sieht es hier ganz deutlich. Kann ich hier vielleicht den Hintergrund irgendwie rot einzeichnen? Was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, das dauert jetzt auch alles viel zu lang. Und es sieht tatsächlich so aus, als würden wir halt diese Range auch noch abholen. Ja? Also letztendlich bis runter auf 10, auf 11.000, ja, 11, 250 oder sowas. In der Regel stoppt, also wir sehen ja hier auch nochmal einen deutlichen Widerstand. Hier. Also das hier könnte jetzt sozusagen nochmal einen Widerstand werden oder sein oder sollen. Also wir haben ja quasi den hier schon angestupst, ja. Und wenn natürlich der Widerstand auch gebrochen wird, ja, dann, ja, dann geht es natürlich eventuell, haben wir dann den nächsten ja, auf 10,5. Und dann können wir auch vom Crash ganz offiziell sprechen. Hier, 10,5. Und warum bin ich relativ noch, eigentlich noch so relativ gelassen? Ja, ich meine, einige von meinen Positionen, langfristigen Positionen leiden, ja, und nicht gerade ohne. Und das Thema ist sicherlich auch ernst zu nehmen und alles und drum und dran. Aber wäre es kein ernstzunehmendes Thema, würden die Aktien ja auch nicht fallen, ja, würden sie einfach immer weiter steigen. Und das ist ja auch in der realistischen Welt, also wenn wir uns mal auf dem Teppich bleiben, ja, auch unmöglich. Also von daher, es wird immer Gründe geben, dass die Aktien wieder nachgeben, die Aktienmärkte. Und diese Gründe werden immer ihre Berechtigung haben, weil sonst würden die Aktienmärkte ja nicht nachgeben. Ja, also nur mal so viel zu dem Thema Coronavirus und ob das jetzt, wie ernst zu nehmen das jetzt ist. Das ist eigentlich völlig egal, ja, ob das jetzt. Das Thema jetzt momentan auch Coronavirus ist, das Thema könnte jetzt auch internationaler Handelskrieg sein. Und ich würde sogar meine Hand ins Feuer legen wollen, dass wenn wir das Wahljahr nicht hätten, also dass Trump unbedingt wieder gewählt werden will, oder beziehungsweise irgendein anderer Fuzzi, dass wir wahrscheinlich diese. Und wir selbst das Coronavirus nicht hätten, dass wir wahrscheinlich vielleicht trotzdem diese Korrektur erleben würden, nur mit einer anderen Begründung, dass wahrscheinlich die mit ihren Handelskriegen weitergemacht hätten. Ja. Von daher relativiert sich einfach dieser Grund. Ja. Und natürlich ist es eine echte Gefahr, und bla bla, aber also ich würde auch meine Hand ins Feuer legen, dass wegen diesem einen Coronavirus, ja, also all diejenigen von euch, die sich immer die ganzen Weltuntergangsfilme anschauen, schaue ich mir auch gerne ab und zu mal an, weil es einfach sehr actionreich ist und auch sehr, manche sind ja ganz gut gemacht. Ja. Das könnte jetzt der Virus sein, der sozusagen der Anfang vom Ende ist, also letztendlich der Weltuntergang. Nee, würde ich eher nicht sagen. Oder der Crash des Jahrhunderts, ja, durch diesen Virus ausgelöst. Ja. Kann niemand wissen, ja. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ne? Also, gut. Auf jeden Fall, wir haben jetzt mal kurz uns das angeschaut, also hier diese Range scheint tatsächlich noch abgeholt zu werden. Ja, deswegen bin ich jetzt auch noch über so wie nennt sich das, Swap ETF, da bin ich ein bisschen short, also das ist natürlich nur eine kleine Position, aber egal. Okay, so, das war jetzt zum DAX, jetzt wollte ich eigentlich zum, was war das, also Gazprom wollte ich was kurz sagen, ja.
Also wirklich sehr interessant, die Gazprom-Aktie. Ja. Die wurde ja hochgelobt und da wurden Videos gemacht auf diversen Kanälen, Leute interviewt, was für eine geile Aktie das ist und da die, da die, da die. Ja. Jetzt hatten wir hier dann so Nachrichten wie, ja, Baustopp, das war schon damals im Dezember, aber hat uns ja nicht interessiert, ja, weil es ist ja langfristig. Ja. Das ist ja unser, sozusagen unser Rentenersatz, ja, mit fast 8% Dividende, ja. Dann gab es immer wieder so, also hier, wenn man das mal googeln würde, ja, also diverse Nachrichten hier, ja, also turbulente Hauptversammlung, da, die, da, die, da, ja, okay. So, und letztendlich so eine der letzten Nachrichten zum Thema Gazprom, deswegen fällt der Dividende-Liebling und so weiter. Ja, hier ein paar Gründe und hier sieht man den Chart. Ja, also letztendlich heute mal 10%, also 8%, wahrscheinlich werden es noch 10% werden abgeschmiert, ja. Und hier irgendwo liest man das so ein Tipp. Und das hier lesen wirklich viele Leute, also Tausende, Tausende von Anlegern. Ah, hier steht's. Und hier wird halt einfach geraten, ja, dass diejenigen, die halt schon länger bei Gazprom-Aktien mit dabei sind, jetzt momentan aufgrund dieses Anstiegs hier, also quasi diesen Steilanstieg damals im Mai 2019, ja, von dem Niveau, wo es irgendwie jahrelang war, also sich nicht von der Stelle bewegt hat, ja. Das geht hier jahrelang weit, so 4 € oder Dollar und dann Euro waren es jetzt hier und dann plötzlich ging es halt, hat sich um 50% halt erhöht und alles. Und von daher haben die meisten Anleger, die ja diesen Leserbrief hier verfolgen, sind, wo steht es denn jetzt nochmal, hier mit 73% im Plus, da unten steht es. Und hier die Empfehlung, einen Stopp zu setzen bei 5,60 €. Ja, und die lesen es natürlich alle und ratet mal, wo die Leute dann den Stopp setzen. Ja, bei 5,60 €. Ratet mal, auf welches Niveau heute die Aktie gefallen ist. Knapp drunter auf 5,40 €, 5,50 €. Ja, das sind nämlich die ganzen und ziemlich steil, also in einem Ruck. Ja, also der steilste Absturz oder Abstieg, der steilste Abstieg, ja, seit diesem Anstieg. Ja, das ist immerhin ein Jahr und kann was damit zu tun haben. Ja, wo habe ich meine Kauflimit gesetzt? Auf 5,55 €. Ja. Knapp, genau, weil ich genau wusste, hier setzen die ganzen Leute ihre Stops. Ja, Leute, die Positionen halten, die sagen sich: Naja, jetzt sind meine 70% auf 50% abgeschmolzen. Jetzt, die ich jetzt seit einem Jahr aufgebaut habe, jetzt will ich die mitnehmen. Leute, ist das eine langfristige Aktie? Das kann man machen, aber das sind dann Swing Trades und das sind keine langfristigen Buy and Hold Strategien von Dividenden. Von Aktien, die 8% Dividende ausschütten. Ja? Mit Aktien, wo ich meine Rente irgendwann mal aufbessern will. Das hat damit, das sind zwei komplett, das musst du völlig trennen. Am besten du machst unterschiedliche Depots auf. Ja? Egal mit welcher Firma du diese Depots aufmachst, am besten noch mit unterschiedlichen Brokern, dass es wirklich alles super unterschiedlich ist. Und am besten noch mit Drei-Faktor-Authentifizierung, dass du halt wirklich oder bei deinen wirklichen langfristigen Depots, wo du sowieso immer automatisierte Sparpläne hast, da würde ich sogar die ganzen Logins alle einfach wegschmeißen, ja. Weil du dann immer wieder dann sowas liest und dann das Zeug raushaust, ja, und auf eine Sicht von 10 bis 20 Jahre oder so, du dann plötzlich in der Rente bist und hast keine Dividenden mehr, ja. Fragst nicht, na, wo sind denn jetzt meine Dividendenaktien? Ach, die habe ich damals den Stopp gesetzt. Oh, yeah. Weil ich wollte ja 50% Kursgewinn mitnehmen. Ja? Und den 50% Kursgewinn, den habe ich natürlich mittlerweile schon längst verkonsumiert. Ja? Jetzt wollen wir einfach hier nochmal schauen. Ich weiß, auch meine Position ist nachgelassen. Ja, böse. Ja? Aber wie gesagt, wenn du das nicht aushältst in deinem Langfristdepot, schmeiß deine ganzen Zugänge einfach in den Müllkorb. Ja? Das ist genauso, ich habe so ein
so ein Konto, da buche ich irgendwie schon seit Jahrzehnten immer 100 Euro drauf, irgendwas, ja. Und der einzigste Grund, warum ich, weil ich hatte mal eine Phase, da ging es mir nicht so gut. Und der einzigste Grund, warum das Konto überhaupt noch existiert, ist, weil ich vergessen hatte, dass es existiert. Ja? Also, und also das ist schon mal ein sehr guter Ratschlag. Und heute habe ich da halt, hat sich das irgendwie ver, was weiß ich, wie vielfacht. Also auf jeden Fall, jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf die Gazprom-Aktie ganz konkret eingehen. Jetzt überlegt euch doch mal, schaut euch mal, wenn ihr ein bisschen Zeit habt dieses Wochenende, mal auf YouTube um, ja, und kramt doch mal ein paar alte YouTube-Videos und Experten-Interviews, ja, ihr müsst ja nicht das glauben, was ich, kleiner Popel, sag hier, ja, sondern, oder irgendwelche anderen Popels, sondern irgendwelche Experten-Interviews, ja, auf alle Kanäle, ich nenne ja keinen Namen, ja, Aktien dies, Aktien jenes und so weiter, es gibt ja eine multiple Auswahl, ja. Und die sind alle gut in der Summe, sind sie am besten, wenn du halt einfach 5 oder 6 oder 7 oder 8 Kanäle abonnierst und dir immer so ein Stückchen rausholst. Kann natürlich verwirrend sein, aber auf der anderen Seite ist es auch, kann es auch sehr gefährlich sein, wenn du immer nur auf eine Stimme hörst. Ja. Und was haben die hier alle gesagt? Als dieses ganze Jahr über, oh ja, und dann wird das und dieses und jenes und dann wird dann nochmal die Dividende erhöht, ja, nochmal, und dann verdoppelt sich das Ding und das ist so günstig und nur Blumen, 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 Blumen für diese Gazprom-Aktie, ja. Irgendwo hier habe ich mein Interview dann gehört, da hieß es, sollte diese Aktie jemals, jemals wieder auf 6 Euro fallen, ja, wenn überhaupt das jemals wieder der Fall sein sollte, aber dann. Aber dann bitte schön zuschlagen, ja. Das ist ein absolutes Schnäppchen, ja. Siehst du jetzt irgendwie irgendwo irgendwelche Videos, die das sagen, ja? Ja, nirgends, ja. Alle haben sie, also ein bisschen zynisch ausgedrückt, die Hosen voll, ja. Ich könnte auch die Hosen voll haben, weil ich sehe, ja, ich habe hier fett gearbeitet, gespart, ja, und jetzt gehen schmelzen meine Buchgewinne wieder ab oder was weiß ich, ja. Und ich habe hier zum Beispiel hier war das sowas, wo nach diesem Anstieg, ja, das war im Juli, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ich habe sogar im Juli 29, jetzt wartet mal kurz, ob ich das irgendwie so herziehen kann, dass man es aber, Himmel, Arsch und Zwirn, dieses ganze Gemache hier. Das nervt mich wieder. Naja. Also hier. Ja, das ziehe ich mal hier kurz so ins Bild rein. Das ist eine Kauflimit. Order unbefristet, also die lösen sich immer dann auf, wenn es Dividenden gab. Das heißt, also die ist noch eine Weile gültig. Dividende gibt es immer so im Juni, glaube ich, und kurz nach den Dividenden habe ich die dann gesetzt. Ja, ich ziehe sie mal kurz ins Bild so halbwegs rein. Ich glaube, man kann es sehen. Hier Datum 29. Juli, 7. 29.07.2019 habe ich hier diese Kauforder mit dem Limit unbefristet 200 Stück. Zu 5 Euro, ja. Und die sitzt da immer noch. Und wenn du mich vor einem Monat gefragt hättest, ich hätte im Leben nie geglaubt, dass die jemals eingelöst wird, ja. Aber das ist genau der Punkt. Ja, ich habe die bewusst da drinnen gelassen, um mich immer wieder daran zu erinnern, wie war mein Gedankengang, meine Gedankenwelt noch am 7., am 29.07.2019. Das ist gar nicht so lange her. Wo die Aktie auf 5 Euro beziehungsweise da, sogar darunter war, also zwischen 4 und 5 Euro. Ja? Und alle haben gesagt, naja, die fällt sowieso nie wieder so tief und bla 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 bla. Und wo sind wir jetzt aktuell auf 5,30? Also stetig steil, stetig fallend. Ne? Also die
diese Order, die hier seit fast einem halben Jahr oder noch länger da drinnen sitzt, die wird vielleicht heute noch sogar noch ausgelöst, ja. Also, und ich sollte mich, und jetzt, das ist der springende Punkt, ich sollte mich darüber freuen, ja. Ich hätte nie geglaubt, dass diese Order noch ausgelöst wird, dass die Aktie jemals wieder so günstig wird, ja. Und heute wird sie so vielleicht so günstig und darüber sollte ich mich eigentlich freuen, ja. Und jetzt frag mal von den Hunderttausenden von Anlegern da draußen, egal welcher Nation, ja, wer freut sich heute über die Gazprom-Aktie? Niemand. Alle haben so lange Gesichter, ja. Verstehst du die Psychologie hinter dem Ganzen? Und wenn du die nicht die richtige Psychologie hast, das richtige Mindset, dann wirst du unterm Strich, ja, immer als Verlierer, als kleiner Depp, als kleiner privater Verlierer aus dem Ring gehen, aus diesem Spiel rausgehen, ja, weil du immer zum falschen Zeitpunkt das Falsche machst, ja, und das passiert mir auch heute noch. Aber ich bin jetzt auch schon mittlerweile, ja, ich gehe jetzt schon langsam auf die, ja, auch schon auf die Mitte 30 zu und ich habe schon meine 20, 25, 30 Jahre Erfahrung, ja, und es ist halt, irgendwann wird es immer, Gott sei Dank, immer besser, immer leichter, aber nur wenn du auch an die arbeitest. Ich kenne natürlich auch Leute, die sind irgendwie 70 und machen immer noch die gleichen Fehler in ihrem Leben. Ja. Also auf jeden Fall ganz, ganz wichtig: Psychologie, Mindset. Schau, ich gehe jetzt nochmal hier auf die 3 Jahre zurück, weil ein Jahr ist echt kurz. Ja. Wir wollen das Ding ja mit 8% Dividende in einem Umfeld, wo quasi unser System, ja, dazu verdonnert ist, nie wieder die Zinsen zu erhöhen. Ja? Aber gleichzeitig darauf angewiesen ist, die Inflation steigen zu lassen. Ja? Da ist doch so eine Aktie Gold wert. Mit garantiert 7-8% Dividende. Ja? Also, wenn das Ding jetzt noch weiter fällt, dann ist die Dividende ja proportional noch sogar noch höher. Dann gehen wir sowieso höher. Aber und die Dividende soll ja nochmal, die soll ja auf 12% anwachsen. Frag mal die ganzen Experten da draußen. Google mal rum. Ja? Also da würde ich ja fast noch einen Kredit aufnehmen und hier, wenn das Ding nochmal auf 4 Dollar fällt und ich habe gerade keinen Cash mehr, dann leihe ich mir noch welches. Ja? Und kaufe dann nochmal nach. Ja? Also abgesehen davon, jetzt gehen wir auf 3 zurück, 3 Jahre, ja, hier so. 3, 4 € war das dann immer. Ja, hier war es mal auf 5 € fast. Jetzt sind wir schon im 5-Jahres-Modus, im 10-Jahres-Modus. Ja, gut. Da sehen wir doch, wo wir eigentlich stehen jetzt hier. Ja. Das heißt, wenn das Ding auf 5, also wir haben ja vorhin die Order gesehen von mir, 5, ja. Wenn es heute noch auf 5 runterfällt, also mal 4, 4, 5, also wenn da nicht nachkauft, sorry. Ja. Auf was wartet ihr? Keine Ahnung. Also so viel mal zur Gazprom-Aktie, weil da habe ich ja auch einige Videos gedreht und ich bin ganz ehrlich, ich habe hier in dieser ganzen Phase, die ich jetzt gerade gezeigt habe, dafür auch nicht. Ich habe immer wahrgenommen, ja, eine coole Aktie, coole Aktie, coole Aktie. Hatte aber auch nie genug wirklich investiert, ne? Weil ich immer gesagt habe, ja, Russland und so. Habe ich letztendlich den Anstieg hier auch verpasst. Daher habe ich ja hier im Juli ja die nochmal diese nochmal bei 5 €, weil ich gehofft habe, dass es nochmal so weit runter geht. Ja, gehofft, gehofft. Ja, das ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr her, Juli 2019. Gehofft, dass es nochmal auf 5 € runter geht. Und jetzt sind wir auf dem direktesten Weg dahin, in Richtung 5 €. Warum soll ich nicht glücklich sein? Ja, also jetzt. Diese eine Situation isoliert betrachtet. Auch wenn die bestehende Position hier leidet wie der Hund auf der Titanic, ja? Der nicht schwimmen kann. Auf jeden Fall sollte man sich einfach vom Mindset her immer wieder zurechtrücken. Natürlich ist die Sache sozusagen, also nochmal auf den Virus zurückzukommen und so weiter, keiner weiß irgendwas, ja, und besonders diejenigen, die halt auch viele, sagen wir mal, tendenziell dazu neigen, zu Weltuntergang, Szenarien, all diese Sachen oder
Ich kenne zum Beispiel auch Leute oder alte Freunde von mir, Kollegen, die sich halt grundsätzlich nur so Weltuntergangsfilme reinziehen, ja, weil sie halt irgendwie auch ja, mit ihrer eigenen Situation nicht so ganz zufrieden sind, glaube ich, und dann immer irgendwie so als, ja, dann schaut man sich halt Weltuntergangsfilme an, ja, oder hört Death Metal und so komische Sachen. Weil das dann halt einfach so als Gegenpol, ja, um das Leben, was man, um es erträglicher zu machen, ja, so ähnlich wie Alkohol und, ja, und Cannabis oder sowas in der Richtung. Alles Psychologie, im Leben ist fast alles Psychologie, ja. Wenn du eine Blondine auf der Straße siehst und du denkst dir, nee, spreche ich nicht an, ich bin zu alt, zu dick, zu klein, zu hässlich, auch nur Psychologie. Wissen tust du einen Scheißdreck, ja. Und genauso ist es halt einfach. Hier auch. Okay, das soll es gewesen sein. Ich mache jetzt Schluss. Wie viele Minuten haben wir denn hier jetzt? Gottes Willen, 20 Minuten. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Kern. Tschüss.